Ich freue mich einfach auf das Kulturjahr und ich meine, das ist ganz wichtig, dass für die ganze Region hier rundherum und auch für die Länder und Teil. Das ist ja gerade das, was flott ist. Das ist nicht nur der Erste, das ist überhaupt Lützeburg, das charakterisiert, dadurch, dass man zu so vielen verschiedenen Plätzen herkommen. Ich meine, dass gerade da die Idee vom Remix so gut dahin passt und dass das, was das Land ausmischt. Von daher mache ich mir gar keinen Gedanken, dass das klappt. Ich meine, das ist eine Herausforderung, die geht über 2022 raus. Es geht darum, dass ein Achse für die Kultur, für die Verein, als nicht just für die Leute, die das vor kleinen Monaten gewinnt, gesehen, und nicht just für die Leute, die verschiedenen Background tun mit Kultur, als für die Verein da. Und dafür sollen wir auch bei den Jungen genug setzen, für so viel wie möglich kann, schon eine Kultur rundzubringen, mehr aber auch andere Leute, die eben nicht so gewinnt sind, für die Hemmschwelle fortzukriegen, für bei der Kultur zu kommen. Kultur hast du für Jutverein.